So, herzlich willkommen zur nächsten Sitzung nach der Mittagspause. Ich muss hier nur schauen, dass ich hier immer im Kamerabereich bleibe. Ja, der Termin nach der Mittagspause, dankenswerterweise für mich. Das ist gut, weil ihr hoffentlich alle gesättigt seid und dementsprechend auch euch zurücklehnen könnt, mir zuhören könnt und euch vielleicht nicht auffällt, wenn ich irgendwelchen Quatsch erzähle, weil ihr im Verdauungskoma seid. Genau. Spannendes Thema habe ich für euch vorbereitet. Es geht um Google News und im Zusammenhang damit um AMP. Was das ist, werde ich noch genau erklären, hoffentlich im Laufe dieser Sitzung. Und ja, steigen wir einfach mal ein. Genau. Eine Frage vorab ist, wie kann ich mit meiner Webseite Top-Positionen in den Google-Rankings erreichen, ohne dass ich jetzt eine besonders hohe organische Sichtbarkeit habe mit der Webseite? Hat da jemand eine Idee? Wie könnte man das hinkriegen? Seid kreativ. Was gibt es da für Möglichkeiten? Okay. Keywords, die nicht so oft gesucht werden, das ist eine Möglichkeit. Wenn es jetzt aber auch noch um Keywords geht, die, sage ich jetzt mal, sehr häufig gesucht werden und eine hohe Konkurrenz haben, habt ihr da noch eine Idee, wie ich da trotzdem irgendwie mich nach oben pushen kann? Falls nicht, habe ich eine Idee. Und zwar geht es darum, ich habe hier jetzt einen Screenshot aus der Google Search Konsole, hat der eine oder andere von euch vielleicht schon gesehen, für ein sehr hochkompetitives Keyword. Und ihr könnt praktisch hier diesen Verlauf erkennen. Ihr seht, dass also die Rankings relativ stabil so zwischen 1 und 10 sind. Das ist eine Webseite, die eigentlich keine so hohe Sichtbarkeit hat. Der Grund, warum diese Seite trotzdem immer wieder auf so guten Positionen rankt, ist einfach, weil diese Seite einen Eintrag in der News One Box bekommt auf der Suchergebnisseite von Google. Das ist diese Box, das zeige ich euch nachher auch noch, die sehr prominent auf der ersten Suchergebnisseite angezeigt wird. Und diese Rankings in dieser Box, die zählen praktisch genauso mit rein in diese Wertung, haben zusätzlich noch den Vorteil, dass sie noch viel prominenter sind als organische Suchergebnisse, weil sie einfach noch mit Bild und Schlagzeile, großer Schlagzeile dargestellt werden. Hier habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir sehen hier praktisch ganz normal eine Suchanfrage für Google Maps, haben dann hier den ersten organischen Treffer mit zwei Sitelinks unten drunter und dann kommt hier gleich der Bereich Schlagzeilen. Ja? Und wenn man, könnt ihr euch schon vorstellen, wenn man es schafft, hier einen dieser Slots zu erringen, wie jetzt zum Beispiel hier Google Watch Blog oder Cashies Blog, das sind jetzt auch keine Mega-Webseiten von der Sichtbarkeit her, hat man natürlich gute Chancen auf viele Klicks. Hier noch ein Beispiel für die mobile Suche. Da haben wir jetzt noch eine Kombination mit dem AMP. Das ist ein spezielles Framework, da gehe ich nachher, wie gesagt, noch drauf ein. Da kann man in so einem Karussell, nennt sich das, erscheinen. Das kann man dann per Slide durchblättern. Und das ist natürlich auch sehr prominent und schafft natürlich eine gewisse Sichtbarkeit direkt hier in den Suchergebnissen. So, jetzt habe ich gesagt bekommen, ich soll ein Buch verlosen. Wer mir als erstes sagt, aus welchem Film diese Skizze ist, der kriegt ein tolles SEO-Buch. Du warst, glaube ich, die Erste, oder? Ja, genau. Oder? Ich habe schon Angst. Alles klar, herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau. Ja, mir ging's auch so. Ja, ich war auf dem Klo und wollte eine Uhr aufhängen und dann bin ich auf dem Klodeckel geplumpst und dann hatte ich die Idee von der Google News Suche. Nein, also so ähnlich. News sind der Schlüssel zum Erfolg. Ja? Man muss aber unterscheiden. News sind nicht gleich News. Also wir haben einmal die Nachrichtensuche von Google, das ganz normale Vertical. Und wir haben eben auch noch, wie ich gezeigt habe, die One-Boxes, also die Schlagzeilen. Ja, und das Ziel ist es natürlich, einen Platz in dieser One-Box zu erringen. Dabei kann es aber helfen, wenn eine Webseite jetzt auch noch AMP-Technologie implementiert hat. Das schafft in der mobilen Suche auf jeden Fall zusätzliche Chancen, da zu erscheinen. Jetzt ist es aber so, in Google News reinzukommen, ist nicht ganz einfach. Und zwar gibt es da eine Reihe von Anforderungen, technischer und inhaltlicher Natur. Hier nur mal als Beispiel, man muss auch einen gewissen Output an News haben pro Tag,
um überhaupt eine Chance haben, da reinzukommen. Das gilt vor allem in der Phase der Bewerbung. Also man muss sich tatsächlich bewerben, um in Google News reinzukommen. Und das wird dann von bestimmten Personen entschieden. Diese Seite kommt rein oder diese Seite kommt nicht rein. Also es gibt da keine Algorithmen oder Automatismen. Ja? Wenn man dann mal drin ist, dann kann man es auch wieder ein bisschen schleifen lassen und die Zahl der Artikel auch so ein bisschen runterfahren. Erfahrungswerte. Technische Anforderungen für Google News. Die sind relativ einfach zu erfüllen. Also es geht im Wesentlichen darum, dass bestimmte Mindestanforderungen gegeben sein müssen. Die gelten aber im Normalfall auch für die organische Google-Suche. Gerade so im Punkto Ladezeit und Mobilfreundlichkeit, was hier natürlich vorausgesetzt wird. Dann ist es wichtig, dass auf der Seite dauerhaft beständige URLs genutzt werden, die sich auch nicht ändern dürfen, also nicht irgendwie mit dynamischen Parametern versehen etc. Es funktioniert nur HTML, PDF geht zum Beispiel noch nicht. Früher war es Pflicht, eine spezielle News-Sitemap zu haben, heutzutage ist das optional, aber nicht mehr vorgeschrieben. Genau. Und von den Qualitätsrichtlinien her ist zu beachten, dass es also tatsächlich sich um Texte mit Nachrichtencharakter handeln muss. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Produktbeschreibung habe oder irgendwelche Prospekte etc., das ist also nicht geeignet für Google News. Dann regelmäßig neue Beiträge, habe ich schon gesagt. Es müssen auch mehrere aktive Redakteure für die Seite arbeiten und die müssen auch im Impressum aufgeführt sein. Also es reicht nicht irgendwie so eine One-Man-Show oder ein Blog von irgendwie einer Privatperson. Und es gibt auch eine gewisse Mindestlänge, die eingehalten werden soll pro Artikel. Also 80 bis 100 Worte sollten es schon sein. Und dabei auch auf die Struktur der Artikel achten. Das heißt also nicht irgendwie nur hier ein Satz und da eine Grafik und da noch ein Spiegelstrich, sondern also zusammenhängende Textblöcke werden von Google gerne gesehen. Inhaltlich muss man natürlich auch darauf achten, dass journalistische Standards eingehalten werden. Ganz klar Rechtschreibung, Lesbarkeit, Grammatik. Und die Texte sollten auch gut lesbar sein. Also es sollte nicht irgendwie so, wie man sie früher genannt hat oder heute teilweise auch noch SEO-Texte sein, die halt auf bestimmte Keywords optimiert sind und die aber kein Mensch eigentlich so richtig lesen kann. Und die Autoren sollten im Text auch genannt sein oder müssen im Text genannt sein. Bei der OneBox sieht es jetzt so aus, da gibt es jetzt noch weitere Qualitätskriterien und auch andere Kriterien, die dafür sorgen, ob eine Meldung in dieser Box erscheint oder nicht. Wichtig ist dabei anzumerken, dass man nicht in Google News registriert sein muss, um in dieser OneBox zu erscheinen. Also es gibt tatsächlich auch Blogbeiträge oder auch Meldungen, die jetzt nicht in Google News erscheinen, die aber trotzdem von Google als so wertvoll erachtet werden, dass sie eben als Schlagzeile ausgespielt werden. Dabei spielen vor allem organische Rankings und soziale Signale eine Rolle. Also wenn eine Webseite sowieso schon recht gute Rankings hat für ein bestimmtes Keyword, erhöht es natürlich auch die Chancen. Ja? Es steht ein bisschen im Widerspruch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, aber da gibt es dann natürlich verschiedene Wege zum Ziel. Also entweder man hat gute organische Rankings oder man schafft es irgendwie in Google News reinzukommen. Beide Wege führen dann eben zum Erfolg, unter Umständen in diese OneBox reinzukommen. Und wichtig ist, das wird zum Schluss dann noch besprochen werden, dass man ein Gefühl dafür haben muss, welches Thema ich zu welchem Zeitpunkt beschreiben muss oder zu welchem Thema ich einen Artikel veröffentlichen muss, um in so einer OneBox erscheinen zu können. So, jetzt die Frage, was ist denn dieses AMP, von dem ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe? Wer hat es schon mal gehört? Hände hoch. Okay, das sind doch schon mal einige, super. Genau, für alle anderen, es ist eine Abkürzung, die steht für Accelerated Mobile Framework. Das ist ein Open-Source-Projekt, was dafür sorgen soll, dass Webseiten auf Mobilgeräten schneller geladen und angezeigt werden können. Dabei geht es vor allem darum, dass man abgespecktes JavaScript und auch ein verschlanktes HTML benutzt. Also das heißt, es ist nicht alles möglich, was ich normalerweise in HTML und JavaScript machen könnte. Zudem wird dann noch ein sogenanntes CDN oder Content Delivery Network eingesetzt, was dafür sorgt, dass die Daten halt schneller an den Endnutzer oder an den Client übertragen werden können. Vorteil ist, die Dokumente, die können schon im Hintergrund vorgeladen werden. Also Beispiel, ich suche jetzt nach einem Keyword in Google, habe dann meine Suchergebnisseite und während ich mir diese Suchergebnisse schon angucke,
werden, falls AMP-Treffer dabei sind, diese schon im Hintergrund vorab geladen. Das heißt, nach einem Klick auf ein Suchergebnis ist das dann einfach schneller verfügbar. Seit wann gibt es AMP? Also das ist noch nicht so lange her. Anfang 2016 ging das los und in Deutschland dann relativ schnell auch seit März 2016. Und ja, der Trend ist ganz klar Richtung AMP. Das kann man an verschiedenen Zahlen festmachen. Also es gibt bereits jetzt, weil das wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen überholt ist, das ist schon 2 Wochen alt, da waren es 860.000 Domains mit 1,7 Milliarden AMP-Seiten und einer Steigerungsrate von etwa 35 Millionen Seiten pro Woche. Ja, also nicht Domains, aber Seiten. Neu ist jetzt auch der Trend, dass auch in Asien unter anderem Baidu und Yahoo AMP-Seiten angezeigt werden. Und wichtig ist auch zu wissen, dass Google im Moment zumindest AMP gegenüber App-Inhalten bevorzugt. Also App-Indexing war ja auch lange Zeit ein Thema. Das heißt, Google ist ja auch daran interessiert, Inhalte von Apps in seinen Index aufzunehmen, weil die mobile Nutzung ja sehr stark von Apps geprägt ist. AMP ist auf jeden Fall eine Alternative dazu, weil es ähnlich schnell ist wie eine App und sich aber noch leichter indexieren und crawlen lässt. Wie stark das Wachstum jetzt gerade Anfang dieses Jahres war von AMP-Seiten, das zeigt dieses Diagramm hier, was aus dem Januar stammt, Anfang Januar. Also wir kommen jetzt in Deutschland ungefähr von einem Anteil, das kann man jetzt schlecht lesen, aber ich sage es euch einfach, ja, von etwa 11% an AMP-Ergebnissen in den News und sind dann aber in kurzer Zeit auf über 65% gekommen. Das heißt also, die Menge oder der Anteil von AMP jetzt insbesondere in den News ist sehr, sehr stark angestiegen und der Trend geht weiter in diese Richtung. Und zwar nicht nur News, sondern zunehmend auch ganz normale Websuchergebnisse. Dazu kommt, dass AMP inzwischen auch sehr gerne von Apps oder auch von Drittseiten verlinkt wird. Das heißt also, wenn ich jetzt eine App habe, die innerhalb ihrer Oberfläche jetzt bestimmte Inhalte oder Webseiten darstellen kann, dann wird da gerne auf die AMP-Variante verlinkt. Warum? Weil sie schlanker sind, sie laden schneller und passen sich daher besser in die App ein. Zusatzeffekt ist, dass durch die strengeren Vorgaben meist weniger Werbung auf AMP-Seiten vorhanden ist und sich dadurch eine bessere Nutzererfahrung ergibt. Beispiele für Apps, die AMP einbinden und verstärkt eingebunden haben, das sind Bleacher, Report, Flipboard oder auch LinkedIn. AMP alleine zu haben, ist jetzt noch kein Vorteil, kein Ranking-Vorteil in der organischen Suche, außer, das kann man durchaus tun, dass man AMP als sogenannte Canonical Version setzt, also dass man Google praktisch sagt, du indexierst jetzt nur die AMP-Version meiner Seite, aber nicht die andere. Oder dass man gar keine andere Version mehr anbietet, das kann ja auch sein. So, ja, wie auch bei den News gibt es bei AMP gewisse Anforderungen, die man erfüllen muss, damit Google diese Seiten überhaupt anzeigt. Und zwar muss man sich einmal eben an diese vorgegebenen Tags und JavaScript-Methoden und Objekte halten. Man kann das sehr gut prüfen. Dafür gibt es in der Google Chrome-Konsole eine Möglichkeit. Es gibt auch ein eigenes Online-Tool, was Google dafür anbietet. Wenn AMP im Zusammenhang mit News dann noch ausgespielt werden soll, kommt dazu noch die gewisse strukturierte Daten, die gesetzt sein müssen für News-Artikel. Das Schöne ist, dass es für die gängigen Content-Management-Systeme wie WordPress, Joomla und auch andere, ich glaube Typo 3 gibt es auch noch, passende Plugins gibt, die sozusagen on the fly eine AMP-Version rauswerfen und die man dann letztendlich ganz einfach einbinden kann. Und es muss dann immer eine Verlinkung bestehen von der normalen Webseitenversion auf die AMP-Version. Das ist dann praktisch mit so einem Link-href-Tag
wie er hier oben ist, und gleichzeitig einen Link zurück von AMP auf die Standardversion mit diesem Canonical. So. Hier habe ich noch zwei Beispiele eben mitgebracht, wie die AMP-Validierung aussieht. Also das linke Bild zeigt praktisch eine erfolgreiche Validierung einer AMP-Seite in der Chrome-Konsole. Und das rechte Bild ist ein Beispiel für das AMP-Online-Tool. Und hier haben wir noch das Structured Data Testing Tool von Google. Da wurde jetzt praktisch geprüft, ob das Markup für News-Artikel, was ja eben relevant ist, eben damit es in News erscheint, dass es auch stimmt. Wie man sieht, alles gut. Kleiner Hinweis noch, natürlich ist es so, dass auch AMP-Seiten bei Google im Cache liegen. Das heißt, wenn man schnell mal was ändern will, dann muss man darauf achten, dass man den richtigen Prozess dabei verwendet. Es gibt ein sogenanntes Update-Ping, das man senden muss. Vorher muss man die Daten vom eigenen Server löschen. Das führt dann dazu, dass Google praktisch die Seiten aus seinem Cache entfernt. Kann im blödesten Fall dazu führen, dass ein Aufruf dieser Seite zu einer Fehlermeldung führt, bis praktisch die aktualisierte Version im Cache drin ist. Es geht aber meistens relativ schnell. AMP kann man auch in der Google Search Konsole wunderbar verfolgen. Oben sehen wir ein Beispiel einer Webseite, die AMP implementiert hat. Man sieht hier in dem Bereich, wie viele AMP-Seiten im Google-Index sind. Das sind in dem Fall 1612 und eine davon weist einen kritischen Fehler auf, der dann wahrscheinlich dazu führt, dass diese Seite nicht in den Suchergebnissen erscheint. Man kann auch in den Suchanalysedaten, das ist das untere Bild, kann man dann schön sehen, wie viele Klicks auf die AMP-Seiten einer Domain oder einer Webseite erfolgt sind. Kann man noch unterscheiden nach AMP-Ergebnissen mit oder ohne Rich Content. Das heißt also, Rich Content sind dann meistens irgendwelche News-Treffer mit Bildern. Und ohne Rich Content sind normale Web-Treffer, AMP-Web-Treffer. Ja, hier noch ein aktueller oder relativ aktueller Tweet von John Müller von Google. Na klar. Okay, wenn du nochmal eins zurückgehst, ja, und ich sehe dort die Klicks auf die Auswertung, dann macht es Google ja, ohne dass ich irgendwie ein Tracking oder sonst irgendwas integriert habe. Also sie müssen quasi wissen, okay, das wurde aus ihrem Inhalten eben geladen. Bekomme ich dort auch die Klicks, wenn ich jetzt bei Baidu oder anderen Suchmaschinen die Inhalte angezeigt bekomme? Also das ist jetzt, die Google Search Konsole ist ja ein Google-eigenes Tool. Man muss die Webseite vorher dafür freischalten bzw. verifizieren, dass man diese Daten angezeigt bekommt. Wenn man das Gleiche gibt es meines Wissens auch für Baidu und auch für Yandex und andere Suchmaschinen. Da muss man allerdings auch entsprechend sich für deren Tools freischalten oder anmelden. Dann bekommt man dort auch die relevanten Ergebnisse angezeigt. Aber das ist jetzt natürlich nur für Google. Also die anderen Suchmaschinen haben dann somit auch einen Cache für die Inhalte, Inhalte und rufen die nicht von Google ab, sondern lagern die selber auch noch vor. Genau, also AMP ist auch nicht an den Google, ans Google CDN gebunden. Also es funktioniert auch mit CDNs von Drittanbietern. Genau. Hier noch, wie gesagt, ein aktueller Tweet von Johannes Müller oder John Müller von Google. Da geht es jetzt nochmal eben um die Frage, wie komme ich denn jetzt endlich in diese Schlagzeilen rein? Ja? Und er sagt da, ja, das funktioniert komplett algorithmisch. Ja? Das heißt also, die Ranking-Signale müssen entsprechend einfach so sein, dass das Vertrauen so groß ist in diese Seite, ja, oder dass ein bestimmter Schwellwert überschritten wird, dass eben so eine Auswahl stattfindet. Das ist eben der Unterschied nochmal zu der News-Suche, also zu der Aufnahme einer Webseite in die News-Suche, die ja von Redakteuren oder Freischaltern oder wie man es auch immer nennen mag, dann durchgeführt wird. So, aber jetzt ist die spannende Frage, damit ich jetzt in diese Onebox reinkomme. Ja, wir haben jetzt gehört, es gibt Google News, es gibt die Onebox und es gibt AMP und das hängt alles irgendwie zusammen. Aber der entscheidende Faktor ist natürlich nach wie vor, über was schreibe ich, was sind meine Inhalte und wann schreibe ich das. Das heißt also, man muss da so ein bisschen Gespür haben in der Recherche von Themen.
Und immer einen Zeitpunkt abpassen. Also es kommt natürlich jetzt darauf an, habe ich jetzt eine große oder eine kleine Webseite. Wenn ich eine große Webseite habe, wie Focus Online oder Spiegel.de, dann wird diese Frage für mich weniger interessant, weil dann kann ich über irgendein Thema irgendeinen Quatsch schreiben und ich werde immer in den Schlagzeilen erscheinen. Bin ich jetzt aber ein mittelgroßer oder kleiner Anbieter, habe ich trotzdem Chancen, da reinzukommen. Allerdings nur dann, wenn die Großen eben nicht über dieses Thema schreiben. Dann sind die Plätze belegt. Ja, und meistens auch mehrere Tage. Das heißt also, wenn ein Focus online über irgendwas schreibt, dann bleibt dieser Artikel meistens 3 oder 4 Tage in dieser News One-Box. Wohingegen kleinere Seiten, die können da mal eine halbe Stunde, Stunde auftauchen, verschwinden dann aber oft gleich wieder. Das heißt also, tatsächlich das Gespür für das richtige Thema zur richtigen Zeit zu haben. Ein Beispiel, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, das ist Google Maps. Also Google Maps hat ein sehr, sehr großes Suchvolumen auf Google. Also da wird mehrere tausend Mal am Tag alleine Google.de gesucht. Das reicht wahrscheinlich nicht mal. Und das heißt, wenn man zum Thema Google Maps es schafft, in diese Onebox reinzukommen, dann spürt man das. Da habe ich also schon Beispiele gesehen an einer Verdoppelung oder Verdreifachung teilweise des Traffics. Und es ist tatsächlich möglich, für so ein Thema reinzukommen, denn es gibt immer mal wieder so Flauten, in denen praktisch kein Chip oder kein Computerbild über das Thema schreibt. Ja? Und dann gibt es aber trotzdem News, die für das Thema interessant sein können. Da muss man aber ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Zum Beispiel mal in der News-Suche von Google CO UK, Großbritannien oder in Indien zu gucken und schauen, was ist denn da gerade aktuell. Die sind meistens etwas unserer Nachrichtenlage voraus, was solche technischen Themen angeht. Und sich einfach mal so ein Thema rauszupicken, das mal aufzugreifen, darüber zu schreiben und zack, hat man mal für einen Tag oder so einen schönen Slot. Ja? Klappt aber nicht immer. Also wenn es nicht so gut läuft, dann schafft man zumindest, dann kommt man zumindest in die, vorausgesetzt man ist dort gelistet in der Nachrichtensuche. Andernfalls kann man da tatsächlich dann mal so einen Platz an der Sonne haben. Was dabei helfen kann, ist, wenn ein Artikel also auch oft geteilt wird oder auch wenn andere Nutzerinteraktionen stattfinden, wie Kommentare, Likes oder andere Reaktionen auf Facebook und sonstigen Netzwerken. Ja, und wie gesagt, organische Rankings, wenn man da eh schon etwas besser aufgestellt ist für ein bestimmtes Thema, können nicht schaden. So, und wie passt das jetzt alles zusammen? Ja, also lange Zeit, wie gesagt, gab es AMP eben nur für Google News Publisher, inzwischen auch für normale Webtreffer. Und AMP mit eben einer entsprechenden Präsenz in der mobilen Suche kann eben dazu führen, dass man in so einem Karussell erscheint und dann tatsächlich sehr viele Klicks abgreifen kann. Ja, hier nochmal zusammengefasst. Also der Idealfall ist, in Google News gelistet sein, AMP anzubieten, das richtige Thema zur richtigen Zeit und vielleicht auch noch gute organische Rankings hinzukriegen oder zu haben vorab. Und wenn all dies zusammenkommt, dann läuft's. Ja? Dann kommen die Klicks und ja, das war's. Alles klar. So. Was sagt die Zeit? Haben wir noch, oder? Ja, ja. Ah, massig. Okay, das heißt, ihr könnt ganz viele Fragen jetzt stellen. Bitte in das kleine Kästchen sprechen. Hast du schon Erfahrung, wie ich das Ganze monetarisieren kann? Also Klicks, das ist ja das eine, das ist schön, aber eigentlich befinde ich mich in der Käseglocke und ich habe vielleicht einen Slot, um eine Anzeige anzuzeigen, ja. Aber ansonsten, wie bekomme ich jetzt die Besucher auf meine Seite? Ja. Da habe ich neulich ein ganz cooles Beispiel gesehen, das war Zufall. Ich wollte am Sonntagabend was kochen, ein indisches Gericht, und dann habe ich mit meinem Handy gesucht und bin auf chefkoch.de gelandet und zunächst auf deren AMP-Seite. Und dann habe ich praktisch oben gesehen, die Zutaten, aber um dann tatsächlich zur Zubereitung zu kommen, musste ich dann auf so einen Button klicken und der hat mich dann auf die normale Webseite weitergeleitet von denen. Und da kann ja dann ganz normal die Monetarisierung stattfinden. Also das ist eigentlich ein Modell, wie ich es ideal finde. Ist im Prinzip so ähnlich wie mit diesen, kennt ihr vielleicht auch, diese Featured Snippets in Google, die ja auch oft sehr prominent angezeigt werden. Auch da sollte es ja so sein, im Idealfall, dass ich nur so angeteasert werde und praktisch so einen Teil der Information bekomme. Aber wenn ich eben weiterkommen will, dann mit Klick. Ja?
Okay, ich finde, das war auch eine sehr gute Frage. Ja. Ja, doch, das ist auf jeden Fall ein Buch wert. Ja, genau, das war schon die zweite. Super, genau. Weitere Fragen? Ja, Olli. Ganz in der letzten Reihe? Ja, bis du was zu tun hast. Google News ist ja jetzt mehr so für die Desktop-Welt gedacht, oder? So wie man es sieht. Und AMP eher mobil. Nee, eigentlich nicht. Also Google News findet auch mobil genauso statt, ja, wie auf dem Desktop. Würde mal zusammen ein Produkt werden? Hat der Google mal was gesagt? Weil es geht ja doch in die gleiche Richtung. Also es ist ja so, dass Google ja für dieses Jahr die Umstellung auf einen mobilen Index plant. Auf einen mobilen Index, das heißt ein Index, der auf den Ranking-Signalen mobiler Webseiten basiert und nicht mehr auf der Desktop-Version. So, das heißt jetzt aber noch nicht, dass jetzt irgendwie die Zusammenführung von Google News zu einem neuen mobilen News-Produkt stattfinden wird. Also ich kann mir aber gut vorstellen, dass natürlich da die Tendenz sehr stark sein wird, eben alles noch mehr zusammenzuführen und alles auch in Richtung Vereinheitlichung voranzutreiben. Aber letztendlich ist es so, du kannst heute nach Themen suchen, nach bestimmten, die schlagzeilenrelevant sind, kriegst dann auf dem Handy genauso eine News One-Box angezeigt, wie jetzt auch auf dem Desktop. Das hatte ich ja vorhin mal gezeigt. Das war ja dieses Karussell, was da teilweise erscheint. Und die Darstellung der News unterscheidet sich dann letztendlich auch danach, wie viele Schlagzeilen es gerade gibt, die es wert sind, in so einer News One-Box zu erscheinen. Also manchmal passiert es auch so, dass du tatsächlich nur eine Schlagzeile hast, dann ist die Darstellung eine andere, und zwar einfach so ein horizontaler Kasten ohne Bild. Ab drei relevanten Schlagzeilen hast du dann diese nebeneinander gelegenen Kästchen mit Bild. Also das ist auch noch ein Unterschied. Aber grundsätzlich ist es so, Google News sowohl relevant für mobile als auch für Desktop-Suche. Okay, danke. Ja. Für was für Seitenformen lohnt sich AMP? Also wenn es jetzt weg von normalen News geht, längere Texte auch oder interaktive Inhalte, oder sind es erst nur statische Sachen? Also anfänglich war es nur News. Letztendlich jetzt gerade ist es so, dass AMP ja auch für ganz normale Webtreffer ausgespielt wird. Es ist jetzt noch eine Frage der Möglichkeiten, die AMP bietet. Also gerade Stichwort E-Commerce ist ja da spannend. Da soll es aber in diesem Jahr auch eine starke Weiterentwicklung geben, dass zusätzliche Elemente geschaffen werden, damit man eben auch für ganz normale Shop-Seiten zum Beispiel AMP nutzen kann. Und ich könnte mir gut vorstellen, weil ja Shopping auch sowieso ein wichtiges Thema ist auf den Suchergebnisseiten von Google, dass es also auch da dann sehr große Entwicklung geben wird und vielleicht auch da dann die Treffer prominenter dargestellt werden könnten, als es jetzt derzeit der Fall ist. Also auf jeden Fall ist da eine starke Ausweitung geplant, und ich denke mal, über kurz oder lang, also sprich in vielleicht ein, zwei Jahren, sollte AMP für alle Inhalte oder für alle Arten von Inhalten interessant sein. So, weitere Fragen? Genau, da. Haben das eigentlich schon Unternehmenswebsites auch schon geschafft, in Google News reinzukommen? Also sprich, keine Ahnung. Ja, also letztendlich, wenn du einen Firmenblog zum Beispiel beschreibst, ja, oder betreibst und da newsartige Inhalte drin hast, die müssen halt nur wirklich Nachrichtencharakter haben, und die müssen halt auch mit einer gewissen Häufigkeit oder Frequenz dann erstellt werden. Also es reicht jetzt nicht, irgendwie einmal pro Monat irgendwas zu schreiben, sondern muss man wirklich dann konsequent dabei sein und auch wirklich versuchen, so möglichst viele neue Inhalte zu schaffen. Dann ist es tatsächlich auch möglich, als normale Unternehmenswebseite darin zu erscheinen. Also ich kenne auch, auch schon viele Beispiele gesehen, in denen das gut geklappt hat. Jetzt sind wir als UI-Konzern ziemlich zerfasert. Könnte man sich auch vorstellen, irgendwie so eine aggregierte UI-Konzern-News-Seite zu machen und über die praktisch dann genug Inhalte zu generieren, dass man hier auch gelistet wird? Könnte man sich sowas vorstellen? Also ich würde halt darauf achten, dass das jetzt sich nicht nur um Meldungen handelt, die jetzt rein ein Unternehmen, zum Beispiel jetzt United Internet oder so, beschreiben, weil das natürlich dann schon zweifelhaft ist. Also man sollte dabei wirklich versuchen, auch so den Blick über das Unternehmen hinausschweifen zu lassen und
und vielleicht auch mal über Dinge zu schreiben, die zwar schon in der Welt, in der sich dieses Unternehmen bewegt, stattfinden, aber die jetzt vielleicht nicht direkt das Unternehmen betreffen. Also da muss man dann letztendlich einfach sich hinterfragen, ja, wenn jetzt jemand das liest, würde derjenige das als tatsächlich als News akzeptieren oder rein als Unternehmenspromotion? Und da muss man halt sehr, sehr vorsichtig sein, denn wenn man abgelehnt wird mit seinem Antrag auf Google News, dann kann man sich zwar wieder anmelden, aber man muss einige Wochen warten zumindest, bis man dann erneut einen Antrag stellen kann. Okay. So, weitere Fragen? Gut, hier kommen. Da war noch eine Frage. Ja, ja, so jetzt wie abgesprochen, ne? Genau. Genau. Sind denn die Web.de Nachrichten oder Magazine auch schon in M-Format? Soweit ich weiß, ja, ne? Seit Ende Januar 2017, ja. Ja, genau. Cool. Gut. Ansonsten, wenn keine Fragen mehr sind, nochmal danke für eure